bitte schön, was gibt's? Wie kann ich helfen? Ja, hallo, guten Tag, ich bin Hans vom Sozialamt. Ich bin hier für die Wiedereingliederung von Johnny Evil ins zivile Leben. Ich bin sein Bewährungshelfer. Ich soll ihn mitnehmen, er bekommt die Chance, in deinem Restaurant zu servieren. Johnny Evil, sind Sie sich da wirklich so sicher? Absolutely positiv. Wir wollen zeigen, guten Beispiel, wie es unserem Sozialstaat gelingt, auch solche Subjekte wieder prima ins zivile Leben einzugliedern. Na gut. Ich begleite Sie gleich mit hoch. Oh, das kommt gleich auf Kamera. Das muss ich unbedingt mitfilmen. Sowas lassen wir uns nicht entgehen. Hallo Jungs, das ist Hans vom Sozialamt. Der ist für die Freilassung von Johnny Evil da, um hier den ganzen Leuten in Jack City zu zeigen, dass wir das auch hinbekommen mit so schweren Banditen. Also, der darf das, aber er soll erstmal hinten beim Restaurant arbeiten. Geht das klar? Oh, das finde ich aber wirklich total fair. Das finde ich großartig, einfach eine gute Sache. Also, ich finde den Sozialstaat toll. Okay, ich bin Hans, ich bin dein Bewährungshelfer, vermassel's nicht wieder, Johnny. Na gut. Ich hab die Typen noch nie gemocht. So Typen wie dich rauche ich in der Pfeife. Aber als einzige Auflage natürlich, er muss immer Handschellen tragen. So Mist. Eigentlich hatte ich dafür doch was geplant. Ich würde doch mal wieder abhauen. Okay, Johnny, du kannst raus. Mach mal ein bisschen Platz. Hey, benimm dich, Vogel, sonst kommst du gleich wieder rein. Na, Freundchen, das hast du davon. Da siehst du, wie weit du kommst mit deiner Kamera. Hey, Mann, ich glaub, du spinnst. Meine schöne Kamera. Na, das fängt ja gut an. Musste das sein, Johnny? Ja, das musste sein. Guck mal, wie der Typ sich benommen hat. Den konnte sie doch eigentlich ins Kitzchen sperren, nicht mich. So, Johnny, hier wären wir. Du kannst jetzt reingehen mit mir, stellst dich beim Küchenchef vor und ich gehe dann und dann hole ich dich nach der Schicht wieder ab. Oh Mann, wo bin ich da nur reingeraten? Hey, wo bleibt eigentlich mein Hähnchen? Hier, bitte schön, hier ist ein toter Vogel. Hey, Johnny, was machst du denn hier? Ich bin hier in eine total blöde Sache reingeraten, aber ich habe eine Idee. Mach doch mit euren coolen Karren mal so ein illegales für den Neuen rein. Ah, das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Hey, Jack. Ja, was gibt's? Komm mal rüber, ich habe da eine ziemlich coole Idee. Okay, warte. Und was macht Johnny Evil eigentlich hier? Das tut nichts zur Sache. Ich glaube, der ist hier auf Bewährung. Der soll sich mal ein bisschen anstrengen. Aha. In Jack City hat sich schon rumgesprochen, dass es ein illegales Straßenrennen gibt. Und entsprechend haben sich auch schon Zuschauer eingefunden. Los, Jack, du schaffst es. Mach ihn fertig. Sehr gut. Ja, dann mache ich gleich zu mir in die Werkstatt. Na warte, dir werde ich es zeigen. Ich fahre jetzt gegen Sascha rennen. Ja, komm doch, Blondine. Du hast keine Chance. Dir werde ich es zeigen, du Bulle.
Kontrolle verloren, aber ich habe gewonnen. Oh no. Sofort einen Rettungswagen rufen. 4 verletzte Kinder, 1 verletzte Fotografin, 1 verletzter Feuerwehrmann und 2 verletzte Passanten. Super gemacht, die Frau vom Bürgermeister. Blondinen sollten einfach keinen Sportwagen fahren. Den Lamborghini schon mal hier zu mir in die Garage zu reparieren. Nein, das kann ich nicht auf der Familie sitzen lassen. Ich trete noch mal an, gib mir meinen Lamborghini. Los, gib mir meine Karre. Ich trete sofort noch mal an. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Ja, wenn du meinst, ob das eine gute Idee ist. Los. Ja, mit der Großmutter werde ich ja wohl fertig. So, was ab, hier werde ich es zeigen. Ich hab's doch gewusst, ich hab's gewusst. Das darf nicht wahr sein. Es lag nur dran, dass mein Wagen schon beschädigt war. Los, Oma, lass uns doch mal fahren. Ich will Revenge. Ja. Auf die Plätze, fertig, and go. Alles klar, jetzt ist es endlich mal richtig gelaufen. Okay, Oma, siehst du, wo hier der Hammer hängt? Ja, so ein Mist. Ich hatte zu wenig Leistung. Aber das wird sich bald ändern. Ich habe da schon was vor. Ich spreche mal mit dem Werkstattmeister. Ich lasse meinen Wagen tunen. Klar kriege ich das hin, Oma Elli. Ich kann deinen Lambo, den kann ich mal locker 300 Pferdchen mehr spendieren. Dann fahr in meine Werkstatt. Hey, genau so habe ich mir das vorgestellt. Eddie, hier ist dein Schmuckstück zurück und auch, wie du es gewünscht hast, die Farbe in Racing Grey. Ja, so habe ich mir das gedacht. Grandios, vielen Dank. Der geht hier wirklich gut ab. Oh no, 2 verletzte Kinder, verletzte Schweißarbeiter und Owen hat's auch erwischt. Sofort Rettungswagen kommen. Es hat sich schnell rumgesprochen, dass Jack ein illegales Straßenrennen gefahren hat mit Sascha. Deshalb aus allen Landesecken sind dann die Racer rausgekommen, um selber illegale Straßenrennen zu fahren mit ihren Typen. Die kommen jetzt alle durchs Outer Rim nach Jet City.
zu einem richtigen kleinen Stadtfest gemacht. Inzwischen ist aus den Rennen ein richtiges Volksfest geworden. Nahezu alle Einwohner in New York City sind hier als Zuschauer. Es geht voll ab hier. Mal schauen, wie es weitergeht. Fertig, los. Das darf nicht wahr sein. Der Roboter hat versagt. Wir haben verloren. Ich denke, Trey, lass uns ins Restaurant gehen, ein bisschen Wässerchen trinken. Jeha! Sascha, du schaffst es. Sascha, das kannst du. Ich werde euch nicht enttäuschen. Egal, wer gewinnt. Hauptsache, es gibt einen Crash. Na los, Ellie, dann zeig mal, was du drauf hast mit deiner neuen Kiste. Auch so wirst du mich nicht schlagen. Es ist unmöglich. Auf die Plätze. Fertig. Los. Auf die tausendste Sekunde gleich. Also los, Omi, dann nochmal. So lange, bis einer gewonnen hat. Und das werde ich sein. Okay, nächstes Rennen mit euch beiden. Startaufstellung wird getauscht. Auf die Plätze. Fertig. Los. Unfair, du Betrüger, du hast mich aus der Bahn geschossen. Die Zeitlupenkamera beweist es. Ah, Mist, ich habe immer noch Probleme mit dem Getriebe. Ich muss erstmal in die Werkstatt, so geht das nicht. Wir müssen es verschieben, Oma, tut mir sehr, sehr leid. Fahr doch nächstes Mal gleich durch die Mauer. Na, Sascha, ganz schön verkackt. Evil, halt die Klappe.
sonst kriegst du eine Kopfnuss. Danke. Du hältst jetzt die Klappe. Es war meine Idee mit dem Straßenrennen. Erstmal tust du das Rennen gewinnst, Schlappschwanz. Ja, da hat er recht. Es lebe Johnny Evil. Ja, auf Johnny Evil. Naja, man kann es auch übertreiben. Was ab, bis du wieder im Knast bist, Evil. Dann rappelt's im Karton. Pff, von dir lasse ich mir nichts bieten. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hartes Kopf-an-Kopf-Rennen, aber der Grüne hat gewonnen. Ich hab's in der Zeitlupenkamera gesehen. Wird jetzt hart. Die Dinger haben 1000 PS. Das sind die Isländer, die isländischen Superjeeps. Auf die Plätze. Fertig. Los. Halt, halt, halt! Das Rennen wird abgebrochen! Umgefallen, was ein Gemetzel. Wer ist hier verletzt? Oh nein, alle runtergeflogen. Die Verletzten einsammeln. Die Anstatten sind gerade reingekommen. Es waren 90 bis 99 Verletzte. Und einer überlebt. Also besser einer ohne Schaden, musste aber trotzdem vom Wagen springen. Meeresbewohner ist durch den Fluss reingekommen. Oh, natürlich müssen die geschrotteten Superjeeps abgeschleppt werden. Doch oben in der Werkstatt haben sie keinen Platz mehr. Also müssen die 1000 PS Jeeps jetzt in die Traktorenwerkstatt kommen. Da haben sie genug Platz, um ein paar Wagen aufzubewahren. Nicht gesehen, Mann. Rettungswagen sofort ausrücken. Wir haben überfahren Polizisten hier bei den Abschleppern.
Erster Jeep ist aufgeladen. Wir sind schon voll besetzt. Du musst um die Ecke fahren zur LKW-Werkstatt. Die können sich um den Jeep kümmern. Okay, mach ich. Ah, da wird der Jeep gebracht. Das wurde uns ja schon angekündigt. Ja, lass ihn hier runter. Uiuiui, das war ein Komplettschaden. Unter der Motorhaube sieht es ja ganz schlimm aus. Alles kaputt, kein Schalter geht mehr. Diesen Jeep, den brauchen wir in Mallorca 3 Monate. Was habt ihr da nicht mitgekriegt? Wir sind hier oben voll. Du musst zur Traktorenwerkstatt höchstens. Die können den auch reparieren, schätze ich mal. Ah, okay. Hat mir keiner gesagt. Thank you.
Weiter geht's. Ich mach jetzt die Startampel. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Der 6x6 Crawler ist disqualifiziert. Auf die Plätze. Fertig. Los. Er hat so überhaupt nicht die Beherrschung zu den Dingern. Excuse me, I lost controls. Yeah, super Fahrer. Ken Block, Ken Block. Ken Block tritt nochmal an. Ken Block ist der Beste. Ich bin für den Grünen. Ken Block kann versagen. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Er hat keinen Block geschlagen. Er hat keinen Block geschlagen. Kein Block, du Versager. Ich wusste es. Oh, hallo Ken. Wollen wir bei mir zu Hause einen Cappuccino trinken? Auf die Plätze. Fertig. Und los. Kopf. Du hast mich umgefahren, Idiot. Oh, sorry. Lass die Motoren an. Auf die Plätze. Fertig. Disqualifiziert, diese Racetrucks, die können gar nichts, die Fahrer können nichts, disqualifiziert. Alle umgehauen. Oh, ich bin schwer verletzt. Oh, meine Rücken, meine Rücken. Oh. Ah, ah, ah. Oh nein, Melly, schwer verletzt. Ich rufe den Krankenwagen. Oh. Wir müssen sie wiederbeleben. Weg da, ich mache Mund-zu-Mund-Beatmung. Oh, oh, was war hier los? Oh, Jack, du bist mein Held. Du hast mich wieder zurückgeholt ins Leben. Alles klar, kein Thema. Immer wieder gerne. Leute, dann kümmert euch um die Ranger. Die sind alle verletzt. Wir haben hier 4 verletzte Ranger, Wookie, ein Orang-Utan und ein Tiger. Die müsst ihr alle mitnehmen. Oh oh. Ab geht's ins Hospital. Thank you.
Miss Jack City verliert viel zu viele Arbeiter und das Krankenhaus ist schon bald überfüllt. Ich rufe meinen Nachbarort an. Ich kann mich nicht bewegen, ihr habt mich vergessen. Oh Mist, Oma Ellie, schnell hin. Ich denke mal, wir nehmen sie erstmal mit zum Fest auf unserem Pickup-Truck. Das Hospital ist überfüllt. Los, hoch mit dir. Das ist interessant. Mensch, Ösi. Du hast dich schon wieder betrunken. Ich bin ziemlich wie ein Geschwips. Ist ja auch total versündlos, ey. Fahr schon vor, wir kommen gleich nach. Okay. Los geht's, Avanti. Party schon im vollen Gange. Oh, upsie, ich wusste nicht, dass Oma Ellies Karre so getunt ist. Oh, Jack, du bist so ein harter Rennfahrer. Oh Mann, ich glaub das doch jetzt echt nicht. Hey, jetzt müssen wir alles wieder neu aufbauen. Du hast den Saurier wieder wütend gemacht. Ruhig, Blue, ruhig, ruhig, ruhig. Fest. Und ich darf nicht dabei sein, ich muss wieder auf den Knast aufpassen.